Sonnenuntergang, Zeit, die neue Route zu testen. Viele meiner Facebook-Follower werden sicher meinen Post gelesen haben, wo ich meine Route kaputt gemacht habe, ein Autounfall sozusagen. Und zwar ist beim Verpacken in der dunklen Garage im Supermarkt das Teil hier hinten ein bisschen aus der Tür rausgerutscht, Tür zugeschlagen und bums, kaputt. War meine Lieblingsroute, die gab es natürlich nicht nochmal irgendwo zu kaufen, auch nicht im Internet. Deswegen jetzt direkt eine neue Route, weil sich die alte auch nicht mehr wirkungsvoll reparieren ließ. Die Routenauswahl musste ziemlich schnell gehen, weil wir sind ja immer noch in der Corona-Deeskalationsphase. Das heißt, die Geschäfte haben alle nur begrenzte Öffnungszeiten, nur begrenzte Zahl an Kunden, die bedient werden dürfen. Und zudem muss man auch jetzt hier diese lästigen Masken tragen, was die Verständigung im Laden, gerade mal bei solchen speziellen Sachen wie in der Route, sehr erschwert. Ich bin in dem Laden bekannt, sozusagen der Händler meines Vertrauens. Der hat mir zunächst einmal ein paar Routen der Mittelklasse gezeigt und schließlich bin ich halt da gelandet, am Ende der Auswahl der Spinnrouten bei der teuersten Route, aber auch die für meinen Geschmack und für meine Zielfische, denke ich mal, beste Wahl. Ich habe mich wieder für 3,30 Meter entschieden. 3,30 Meter bedeutet erstmal wesentlich mehr Anstrengung, aber man kann natürlich damit wesentlich weiter werfen. Und gerade hier an solchen Molen hat man ja auch den zusätzlichen Vorteil, dass man einen großen Winkel hat, mit dem man den Fisch an den Steinen vorbeiführen kann. Das ist mir wichtiger als eben die Ermüdung. Natürlich besonders durch die kühle Bewegung, die Animation, gerade bei meinen Stickbaits, ist natürlich wesentlich anspruchsvoller hinsichtlich der Kondition. Und natürlich auch im Wind, heute haben wir einen leichten Wind, eben schwerer zu führen, anstrengender. Dennoch habe ich mich für dieses Modell entschieden. Das ist eine Synetic, ist wohl eine Edelmarke auch. Nennt sich Synergy. Und das ist halt eine ausgewiesene Spinnroute. Und was mir halt wichtig war, eine extrem enge, faste, schnelle Spitzenaktion. Also ich kann parabolische Routen wenig ausstehen, die ja oft von Shimano baut, ja sehr, sehr weiche Routen meistens. Das nützt mir eine lange Route, die sich halt bis ins Handteil biegt, weil ich den Fisch dann hier doch irgendwo zwischen den Steinen verliere. Also brauche ich wirklich eine harte Route. Auch das ist natürlich im Drill wesentlich anstrengender. Lange Route und dann auch zusätzlich eine harte Aktion. Okay, also zum Wurfgewicht hier soll 40 bis 120 Gramm haben und das fühlte sich auch im Laden realistisch an. Es ist sogar explizit das Lure Weight angegeben, also das Ködergewicht, bis 100 Gramm. Man kann eigentlich bei den meisten Routen, bei den einen Marken mehr, bei den anderen Marken weniger, von der oberen Wurfgewichtsgrenze einiges abziehen. Wichtig war mir auch, dass ich halt ein längeres oberes Handteil habe, weil ich nämlich sehr gerne im Drill auch oben anfasse und auch bei der anstrengenderen Köderführung dann halt auch gerne die Route hier oben anfasse. Und natürlich halt überhaupt ein extrem langes Zweihandteil, mit dem ich halt wirklich einen ordentlichen Hebel beim Auswerfen habe. Mal gucken, wie sich die Route gleich macht. Ich fahre mit meinem 3D Needlestick Prototyp an. Ja, wir haben Ende Mai, es hat relativ wenig gebissen in der letzten Zeit. Also ich habe nur Eidechsenfische gefangen und auch keinen Kontakt mit irgendeinem größeren Fisch gehabt. Viele haben mir angenommen nach der Corona-Quarantäne, dass es halt beißen würde wie blöde und Fisch ohne Ende da ist. Aber ganz im Gegenteil, nichts los, tote Hose. Was vielleicht auch daran liegen kann, natürlich A, haben wir jetzt Mitte Mai eine sehr schlechte Temporada auf Spanisch, auf Deutsch, eine sehr schlechte Saison. Also das heißt, es geht meistens erst so im Juni mit Bluefish und Barracuda richtig wieder los. Aber man hat an sehr vielen Orten um die Kanarischen Inseln halt herausgefunden, dass die Berufsfischer ihre Reusen überall da deponiert haben, wo sie es ohne Corona-Quarantäne nicht gewagt hätten. Also das heißt, die haben es extrem ausgenutzt, dass halt keine Augen am Ufer waren und sofort die Sebrona, wie man die ja nennt, die Guardia Civil, die Wasserschutzpolizei, gerufen hat. Jedenfalls hat man an allen möglichen Orten, auch hier im Hafen selbst drin, eben Reusen gefunden. Ja, ausgepackt, trotzdem immer vorher bitte auspacken, weil alleine 4 Kilo Bonito, schon 4 Kilo Bonito ist man hier schnell überfordert und da ist ein Auspacken des Gaffs nachträglich kaum mehr möglich. Schmeißt man das Köderchen mal raus. Ja, ich habe es auch gemerkt an der Wurfweite, nicht nur an der, jetzt was die Route an sich betrifft. Da kann man vom ersten Wurf natürlich nicht viel ausgehen, aber so die ersten
Würfe, selbst nach der ersten Stunde, die Würfe, die sind auch weit hinter der normalen Wurfweite vor der Corona-Phase, vor der Corona-Quarantäne zurück. Also das heißt, ich muss einiges trainieren, um wieder auf meine Wurfweite zu kommen. Aber Übung macht den Meister. Also ja, das ist, es fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Also ich habe mich selten bei einer neuen Route so zu Hause gefühlt. Das war sicherlich kein Fehlkauf. Die Route kostet, glaube ich, sollte kosten knapp 200. Ich habe es natürlich aufgrund meines Bonus etwas günstiger gekriegt. Auch etwas günstiger noch einmal zum Internet. Aber das ist halt ein Preis, den man wohl dann ausgeben muss, weil es fühlt sich schon vom ersten Werfen an und von der ersten Führung an so, wie es sich anfühlen sollte. Aber es ist wie gesagt auch Geschmackssache. Also diese orangene Route, die man in manchen meiner Videos sieht, eigentlich eine gute Route und manch einer wollte mir die schon abkaufen. Hat halt extrem parabolische Aktion und damit kann ich halt gar nicht. Wer Tennis spielt, der weiß es, da hat man so seinen unterschiedlichen Geschmack von der Schlägerhärte, von der Bespannungshärte. Ja, so wie beim Tennis ist auch beim Angeln. Ich stehe halt mehr auf sehr harte Routen. Weil wie gesagt, hier an den Felsen ist es halt sehr gefährlich, eine zu weiche Route zu haben. Weil der Fisch 1, 2, 3 hier an den Felsen, das nicht an den Wellenbrechern halt abtauchen kann. Und dann ist die Schnur halt durch, wenn man den Winkel nicht hat. Klar ist klar, wie unsichtbar das Wasser, als wenn man hier Domestos reingekippt hätte. Selbst bei Sonnenuntergang. Schlechte Voraussetzungen. Passe immer die danach bei Kappe, neue Route, kann im Steckteil nochmal so ein bisschen verrutschen, bis sich da so der richtige Sitz gefunden hat. Ringe sieht man ja, diese modernen Anti-Tangle-Ringe, auf die fahre ich auch ziemlich ab. Also das macht sich auf jeden Fall bemerkbar, gerade wenn man halt unter windigen Bedingungen fischt, hat man dann einige Windknoten weniger. 10 Ringe auf 3,30 Meter, sollten es auch sein. Und natürlich die Ringausstattung hier, ich weiß ja nicht, ob es Edelstahl oder Titan ist, jedenfalls natürlich rostfreier Stahl. Die halt nicht 1, 2, 3 mit irgendeinem Patina-Oxid beschichtet sind. Auch der Hebel hier gefällt mir sehr, sehr gut. Also man hat einen unglaublich guten Hebel mit dieser Route. Möchte ich ja noch gerade dazu erklären, weil viele meiner Guiding-Gäste verschenken da Meter. Also man wirft die Route nicht so nach vorne einfach mit dem Körper, sondern mit diesem Hebel hier. Da oben sage ich immer, an der Rolle ist das Gelenk. Und hier unten ist der Hebel und man wirft praktisch aus, indem man nicht nur den Körper und die Schulter beschleunigt, noch gleichzeitig hier mit dieser Hand zieht. Im letzten Moment gibt man damit praktisch noch den richtigen Kick und das gibt oft diese 5 bis 10 Meter, die den meisten eben dann noch fehlen. So 1,5-2 Kilo die Bremse. Also auf der Route muss ich auf jeden Fall meine teure Salteiger-Rolle fischen. Weil die Route, die fühlt sich wirklich sehr wertig an. Diese Savage-Gear-Köder kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Leider hat man auf diese Köder sehr viele Fehlbisse. Was meistens am Meer daran resultiert, dass der Köder halt, zumindest der Gummischwanz, halt kaputt ist. Weil gerade mal zum Jiggen braucht man halt eine relativ harte Spitze, damit man den Köder auch entsprechend animieren kann. Das bei so einem leichten Jig, der wiegt glaube ich gerade mal 30 Gramm oder sowas, spielt das nicht so die Rolle, aber bei 80 Gramm Jigs, die ich auch verwende, und wenn dann die Route zu weich ist, dann federt das Ganze halt beim Pull, beim Hochjiggen zu stark nach und diese explosionsartige Bewegung, auf die halt viele Raubfische stehen, die fehlt dann dem Jig und ja, dann gibt es halt auch den Biss nicht. Ah, jetzt ziehen ein paar kleine Fische rein, das ist ja schon mal ein besseres Zeichen. Also, ich merke den Routenwechsel überhaupt nicht, das ist schon ein tolles Gefühl. Ganz im Gegenteil sogar, hätte ich nicht erwartet, ich fühle mich bei dieser Route noch besser aufgehoben. Wow, das macht echt Spaß mit der Route. Bevor ich den Needlestick einsetze, noch mal ein kleiner Wobbler. Es sind nämlich ziemlich viele kleine Köderfische auch hier, Beutefische im Wasser. Und wer weiß, vielleicht ist das ja das Schema, auf das sie halt stehen, das Profil von kleinen Fischlein. Gerade mal bei solchen Führungstechniken wie hier Pulls und Pauses hat man natürlich mit einer langen Route einen ganz anderen Hebel und eine ganz andere Länge, die man den Köder ziehen kann. Und natürlich auch wieder die harte Spitze. Also auch Wobbler lassen sich extrem schön mit dieser Route führen.
kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, ich bin markenunabhängig. Das heißt, ich bin weder mit dem Angelgerätehändler in irgendeiner Weise verbunden, verschwägert, verschwistert oder sonst was. Noch, dass ich mit ihm einen Vertrag hätte, noch mit dieser Firma, die sich Synetic nennt. Die ich eigentlich auch nur vom Hören, Sagen und Sehen kenne. Also die Schnur gleitet wirklich extrem geschmeidig durch die Ringe. Was vor allen Dingen an der guten Fluchtung überhaupt der Ringe liegt. Ich weiß nicht, ob man das über die Kamera erkennen kann. Und vor allen Dingen der erste Rutenring, der Rutenring zur Rolle, ist sehr groß und sehr tief. Das heißt, die Schnur geht praktisch in einer gerade durch den Ring durch in die folgenden Ringe und dadurch bilden sich ziemlich wenig Turbulenz, also das fühlt man auch. Aber ein Fisch ist nichts da. Aber jetzt ist definitiv die Zeit für den gelben Needlestick. Wenn was zu fangen ist, dann jetzt auf diesen Köder.